Ja, guten Abend. Das ist jetzt meine 5. Veranstaltung heute. Also TTIP hat angefangen und dann Fahrradkorso zweimal und dann noch eine Wahlveranstaltung. Wir sind ja im Sport des Wahlkampfs. Trotzdem bin ich natürlich gerne hergekommen und habe mich auch schon ein bisschen hinten auf dem Stuhl erholt und will mit euch die Geschichte der Genossenschaft insbesondere beleuchten. Da wird es ein bisschen juristisch zugehen. Ich habe mal in meine dicken Akten geguckt und habe festgestellt, die ganzen Originale habe immer noch ich. Also über die ganze Gründungsgeschichte. Und das war nicht unspannend, ich musste das dann aber abbrechen. Und ich erzähle so ein bisschen, was da war. Also was ihr oder sie von mir nicht hören könnt, ist jetzt eine Geschichte der 25 Jahre Genossenschaft, weil ich seit 1998 als verpflichteter alter Prinzipien, als ich in den Deutschen Bundestag eingezogen bin, selbstverständlich alle sonstigen Ämter, das heißt auch das Aufsichtsratamt in der TAZ niedergelegt habe und seitdem mit der Genossenschaft auch nicht mehr viel zu tun habe. Ich bin Genosse. Einfacher Genosse, dafür bin ich dreifacher Taz-Abonnent. Ich komme nicht immer dazu, alles zu lesen, aber ich will jetzt mal anfangen. Die Geschichte der Taz ist lang, interessant und irgendwann werde ich meine Sicht der Dinge auch mal zu Papier bringen. Das habe ich ja anlässlich der Biografie, die der Taz-Autor über mich geschrieben hat, gesagt. Da will ich das auch noch mal alles ganz genau aufschreiben. Ich erinnere mich, und was ich jetzt heute erzähle, bezieht sich auf die Vor- und Frühzeit der Genossenschaft. Es gab in der Frühzeit, muss man sagen, also bevor es die Genossenschaft überhaupt gegeben hat, gab es die TAZ ja 12 Jahre lang. Und es war eigentlich eine Geschichte von vielen Schwierigkeiten, von Finanzproblemen, von Rettungskampagnen, Spendenkampagnen, um die TAZ immer wieder über den Sommer zu bringen. Der Sommer war immer das Problem. Reichen auch im August noch die Einnahmen, um die notwendigen Auslagen zu bezahlen. Und ursprünglich ist die TAZ ja entstanden aus Initiativen, die sich quer durch die Bundesrepublik gebildet hatten damals, die alte Bundesrepublik. Und eine linke, so hieß das damals, radikale Tageszeitung zu gründen. Das waren alle möglichen engagierten Leute in fast ein Dutzend Städten der Bundesrepublik. Und da hat man sich immer mal getroffen auf nationalen Treffen in Berlin und in Frankfurt. Und da war eben der Jurist Ströbel dabei, der gesagt hat, also wenn wir jetzt der Gründung und dem ersten Erscheinen der TAZ näher rücken, dann muss die ganze Sache doch auch eine juristische Verfasstheit haben. Damals haben wir uns natürlich untereinander auch immer als Genossen bezeichnet. Wir waren Genosse so und so und Genossin so und so. Und wir kamen zusammen und da sage ich, da muss doch eine Gesellschaft oder irgendwas muss doch juristisch dahinter aufgebaut werden. So kann das doch nicht weitergehen. Ich hatte die Erfahrung als Rechtsanwalt, dass ich so Buchladenkollektive, Kneipenkollektive, die sich gebildet haben, dann auch prosperierten und wenn es dann gut ging, manchmal auch wenn es schlecht ging, haben sich zerstritten und dann sind wir sogar manchmal vor Gericht, vor dem Kammergericht gelandet und dann hat der eine Genosse gegen die andere Genossin geklagt, weil eigentlich die Kneipe ja ihm gehört oder der Fahrradladen oder der Buchladen und das wollte ich bei der TAZ vermeiden. Deshalb haben wir uns dann hingesetzt in eine Kneipe abends und ich habe gesagt, jetzt wird ein Verein gegründet, damit wir wenigstens irgendwas Juristisches haben. Und damals, und damit fängt auch so ein bisschen die Genossenschaftsgeschichte an, damals war ich eigentlich der Meinung, das ist ja ein Wirtschaftsunternehmen. Vereine sollen ja keine Wirtschaftsunternehmen sein. Also müsste eigentlich was anderes als Jurist, muss ich was anderes vorschlagen. Und da hatte ich auch schon an die Genossenschaft gedacht. Zumal ja alle immer Genossen hießen und sich als untereinander als Genossen dachte, das bietet sich doch an. Und dann habe ich mich erkundigt und habe erfahren,
dass da ungeheure Hürden sind, dass man das nicht machen kann und dass sie schon gar nicht für einen Zeitungsbetrieb und da noch so einen Alternativen, das machen die nicht, da muss man anerkannt werden von einem Genossenschaftsverein, also geht nicht. Also haben wir dann den Verein Freunde der alternativen Tageszeitung gegründet mit 7 Leuten und das war dann mehr als ein Jahrzehnt lang der Eigentümer des Gesamtunternehmens Taz. Es wurden zahlreiche GmbHs gegründet, die dann die Geschäfte abgewickelt haben. Aber im Hintergrund, der Inhaber der Taz war dieser Verein. So. Und in dieser gesamten Geschichte der Taz, damals gab es viele schwierige Entscheidungen über Besetzungen. Taz wurde besetzt, über Streiks, über die Frauen-Taz. Also sie ist ja mal, glaube ich, 2 Tage oder so nur von Frauen produziert worden in der Redaktion, die anderen wurden rausgeschmissen. Also gab es viele schwierige Entscheidungen. Aber in der gesamten Geschichte, soweit ich sie damals miterlebt habe, gab es 2 essentielle Entscheidungen, wo man sich nachher nicht nur geärgert hat, dass man nicht die Mehrheit gekriegt hat, sondern wo Verletzungen da waren, wo Leute dann ausgeschieden sind, gesagt haben, jetzt machen wir nicht mehr mit. Und die eine Entscheidung war, damals kommt die Redaktion, die Hauptredaktion nach Berlin oder nach Frankfurt. Also bevor die Taz erschien, muss man ja diese Entscheidung fällen. Ich will das gar nicht alles erzählen, was da abgelaufen ist. Jedenfalls hat sich eine Mehrheit dieses Vereins, man traf sich ja dann immer in dem Verein, hat sich dafür entschieden, die Taz nach Berlin Hauptredaktion nach Berlin zu legen. Und die zweite, und damals muss man sagen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber da soll es im Nachklang zu dieser Entscheidung, die in Frankfurt damals gefällt worden ist, in einer Frankfurter Kneipe sogar zu Handgreiflichkeiten unter den Beteiligten gekommen sein. Also da sind dann auch Leute ausgeschieden, haben gesagt, die sehr verdienstvoll am Anfang dabei waren, jetzt mache ich nicht mehr mit. So falsch und West-Berlin, es ging ja immer nur um West-Berlin, weit draußen und die Zone dazwischen und das geht ja überhaupt nicht. Aber wir haben es trotzdem gemacht. Ein Hauptgrund, das muss man ehrlicherweise sagen, war natürlich, dass es hier in Berlin Subventionen gab, finanzielle Subventionen gab. So, für solche Unternehmen. Und die zweite ganz zentral wichtige Entscheidung war 1991 dann, wird die Taz eine Genossenschaft oder wird die Taz eine GmbH, die auch bereit ist, Investoren, Kapitalgeber aufzunehmen. Inzwischen hatten nämlich viele, die in der Taz gearbeitet hatten, vor allen Dingen in der Redaktion, eigentlich die Schnauze voll. Ich glaube, es war die Mehrheit in der Redaktion, die haben gesagt, wir kriegen keine anständigen Gelder, die anderen ja auch nicht, es gab ja den Einheitslohn. Wir müssen uns von allen Möglichen da reinreden lassen, von der Technik, von den Setzern und wem auch immer. Wir wollen eine tolle Zeitung entwickeln und fast jedes Jahr, also mindestens so alle 2 Jahre, geht der Taz das Geld aus. Das kann so nicht weitergehen. Und da haben sich einige dann bemüht, einige aus der Redaktion, ich will jetzt die Namen nicht nennen, vielleicht auch Fragen, haben sich bemüht, einen Investor zu finden. Also jemand, der ein paar Millionen da reingibt oder vielleicht auch zig Millionen oder sowas und die Taz so mit Kapital versorgt, dass es keine Finanzschwierigkeiten mehr gibt, dass anständige Löhne gezahlt werden können, dass sie in Ruhe arbeiten können und dass sie eine Zeitung machen können, die führend in Deutschland ist. Also von ihren Inhalten her schön dick und mit allen drin. Und die andere Seite war, das ist natürlich ein subjektiver Bericht jetzt, klar, von mir. Die andere Seite war die Geschäftsleitung, also wo ist er? Ist er denn hier? Kalle Ruch. Und die Geschäftsleitung und die sonstigen Mitarbeiter in der Taz, weil der Verein bestand nur aus Mitarbeitern der Taz. Von Außenstehenden konnten da nicht dabei sein. Ich habe mich dazu gerechnet, weil ich zum Beispiel Justiziar der Taz gewesen bin damals. Unter anderem. So,
Und die anderen waren Technik, die sonstigen Mitarbeiter der Taz, überwiegend jedenfalls, und zwei Rechtsanwälte. Es war nämlich so, ursprünglich habe ich mal alle Verfahren für die Taz gemacht, auch das ist ein langes Regal bei mir, was noch im Büro steht. Also alle Prozesse, Beleidigungsverfahren, Durchsuchungen durch die Staatsanwaltschaft, Unterlassungserklärung, das habe alles ich damals, ich war ja als Rechtsanwalt tätig. Aber ich bin von 1985 bis 1987 schon mal in den Bundestag eingezogen. Und da hatte ich einen jungen Referendarskollegen, der gerade fertig war, der hieß Johannes Eisenberg. Und diesem habe ich dann mein Büro anvertraut und unter anderem natürlich auch das Taz-Klientel. Ich war ja überwiegend damals in Bonn. So, und diese beiden Anwälte, also Johnny Eisenberg und Ströbele, waren auf der anderen Seite. Wir haben gesagt, nee. Wenn man einen Kapitalgeber da reingibt, dann bekommt der großen Einfluss. Der wird auch am Anfang viel Geld reingeben. Das glauben wir ohne weiteres, kann man ja auch vereinbaren. Aber der wird auf Dauer es nicht hinnehmen, dass das Unternehmen keine Profite abwirft. Dass er da immer was tut. Das ist die große Ausnahme dazu, ist die Welt, die ja von Springer gehalten wurde und immer noch gehalten wird mit, ich glaube, zweistelliger Millionenzahl jährlich an Zuschüssen. Das heißt, man wird dann irgendwann in eine Situation kommen, selbst wenn man in die Verträge, die man mit so einem Geldgeber schließt, irgendwann kommt man in eine Situation, wo der Geldgeber sagt, ihr kriegt jetzt kein Geld mehr, und dann hat er natürlich auch das Sagen, dann kann er Bedingungen diktieren und letztlich kann er auch die Taz dann zumachen. Das war für uns das Hauptargument und so haben wir uns dann hingesetzt und haben, Kalle Ruch hat sich umgehört, wie ist das denn jetzt mit einer Genossenschaft? Die Idee war und die Idee ist, soweit ich weiß, an die Taz herangetragen worden von einem jungen Hamburger Arbeitsrechtsanwalt. Der hieß Scholz. Der wird vielleicht mal unser Bundeskanzler. Der war Vertreter eines Genossenschaftsverbands, hat den rechtlich beraten und hat gesagt, warum soll man nicht aus der Taz eine Genossenschaft? Also es war parallel praktisch zu den Überlegungen, Bemühungen, die wir hatten. Hat den Kalle Ruch angesprochen und hat gesagt, ja, mach doch mal was. Natürlich geht das mit einer Zeitung, einem Genossenschaftsverband, den kleinen Genossenschaftsverband, den er hatte. Der ist dazu dann auch bereit, das zu machen. So, und wir haben uns dann hingesetzt als Anwälte und haben in wochenlangen Diskussionen, auch internen Diskussionen, eine Satzung entworfen, die eins sicherstellen sollte, dass die Grundfragen der Taz, also die Frage, ändert man die Satzung, nimmt man vielleicht doch einen Gesellschafter rein und Ähnliches, dass diese Grundfragen, letztlich will das nicht im Einzelnen alles ausklamüsern, es ist jedenfalls ein langes Vertragswerk, wo das drinsteht, immer bei der Versammlung der Mitarbeitenden bleibt. Das ist eine extra Einrichtung, die der Taz war. Das heißt, die Produzenten der Taz sollen bestimmen, wer wie, welche grundlegende Linie die Taz fährt. Und das ist dann nachher auch in die Satzung reingekommen. Wir haben uns dann hingesetzt, die Taz gemacht und dann gab es eine intensive öffentliche Auseinandersetzung über die Frage, wie geht das? Also die Bataillone auf beiden Seiten wurden mobilisiert. Alles ging zu auf den, ich glaube, das war der 16. November 1991. Da fand die große Versammlung statt, wo der alte Taz-Verein nun beschließen sollte, er wird aufgelöst, da war man sich noch weitgehend einig und das Ganze wird überführt, also entweder in eine Genossenschaft oder in eine GmbH. So. Und ich habe da, lese das nachher vor, da ist auch öffentlich, hat man sich auch öffentlich in heftigster Weise bearbeitet und Unterstellungen gemacht, was die einen wollten, was die anderen wollten. Der Ströble, der will da ja nur irgendwie sein Kind weiter behalten und lauter solche Geschichten. Und dann fand diese zentrale Versammlung statt, auf der heftig diskutiert wurde. Ich muss vielleicht vorher noch sagen,
die Seite der Verwaltung und die Seite der Nichtredaktion, Nichtredaktionsmitarbeiter, hatte ja zwei Anwälte. Und da haben sich Redakteure natürlich gedacht, also da muss man ein Vollgewicht dem entgegensetzen. Das sind, der eine ist ein gefuchster alter APO-Anwalt und der andere ist jetzt noch ein junger Anwalt, der aber ungeheuer große Klappe hat. Müssen wir das Beste vom Besten mobilisieren. Und, ich traue es mich kaum zu sagen, man hat den damals sehr bekannten Anwalt, der gerade aus dem Gefängnis entlassen worden war, Horst Mahler. Und dann kam es im Vorhinein zu Diskussionen schon zwischen den Hauptprotagonisten der beiden Linie auf einer Versammlung, auf einer Besprechung mit den Anwälten. Ich konnte da leider nicht, weil ich verhindert war. Und dann war also der Kollege Eisenberg auf der einen Seite mit dem Vorstand und mit der Geschäftsführung und auf der anderen Seite eben einige Redakteure mit Horst Mahler. Horst Mahler, gestandener Anwalt, ein guter Anwalt, hat dann klar erzählt, gemacht, aufgedröselt und belegt, das geht überhaupt nicht mit der Genossenschaft. Da habt ihr euch was ausgedacht, was gar nicht passt und gar nicht geht. Trotzdem hat das die nicht beeinflusst, sondern es ging also jetzt immer weiter auf diese Veranstaltung zu, vom 16.11. Und da brachten natürlich auch beide Seiten ihre Anwälte mit. Also auch auf der Veranstaltung wurde dann intensiv diskutiert, auch juristisch. Ich will ja jetzt nicht die Argumente hier noch nicht darlegen, die kann man alle in dem Protokoll danach lesen. Jedenfalls das Ergebnis dieser Entscheidung war dann, ich habe das mitgebracht, das Protokoll. Wer hat das wohl angefertigt? Ströble. Für das Genossenschaftsmodell votierten in geheimer Abstimmung 132 Vereinsmitglieder. Dagegen votierten 58 Vereinsmitglieder, Enthaltungen 6 Vereinsmitglieder. Und damit war die Entscheidung gefallen. Das führte zu heftigsten Reaktionen und es gibt leider noch Leute, wenn ich die heute auf der Straße treffe in Berlin, aus der damaligen Redaktion, die haben da Schwierigkeiten, sich mit mir nochmal zu unterhalten. Jetzt lese ich mal einen, den Antrag Nummer 4, der dann gar nicht mehr behandelt worden ist, nur um die Situation zu verdeutlichen, mal vor, ein ganz kurzer Antrag, der gestellt worden ist für diese Versammlung. Antrag auf Institutionalisierung eines PR-Teams bis zum Ende des Jahres 1991 von einer Annette. Begründung, es herrscht wohl Übereinstimmung darüber, dass in den letzten Wochen unser Image in der Öffentlichkeit, also gemeint war die Taz, extrem gelitten hat. Diese Situation ist vor allem durch die Sonderinteressen der zwei Kampfparteien, Geschäftsführung, Verwaltung auf der einen, Redaktion auf der anderen Seite entstanden. Jede der Parteien hat ohne Rücksicht auf den Ruf der Zeitung Interview-Statement von sich gegeben, zum Beispiel bei dpa, stehen sogar Namen dran, die das gemacht haben, es wurde von die Gurke gesprochen und es wurden Mitglieder des Vorstands, der damals übrigens geteilter Meinung war, auch genannt. Dieser Antrag ist dann nicht mehr zur Abstimmung gekommen, weil nachdem die Entscheidung gefallen war, ging das dann alles relativ schnell. Dann wurde die Satzung auch fertiggestellt. Die Satzung wurde dann, wurde also in der Genossenschaftsversammlung erstmal auch nur von 7 Leuten einberufen. Der Verband der Genossenschaft ging dann Schritt für Schritt und am 28. glaube ich, November muss das ja gewesen sein, gibt es dann einen sehr netten Brief
des Anwalts Scholz aus Hamburg, in dem er darauf hingewiesen hat, dass die wunderbare Satzung, die wir entworfen hatten, mühsam, um das, all diese Vorkehrungen zu treffen, dass die Taz nicht vielleicht doch in eine GmbH abschweift, abwandert, nochmal gesagt hat, das geht so nicht. Er macht jetzt Vorschläge, drei Sätze werden geändert und das ist dann letztlich die Satzung geworden. Ich bin mit dieser Satzung zum Gericht, zum Verein, zum Register beim Amtsgericht Charlottenburg gegangen. Die Mitarbeiterin hieß Schatz. Und die stand mit völligem Unverständnis vor dieser ganzen Geschichte. Das hatte sie noch nicht erlebt. Sie hatte auch noch nie erlebt, dass sowas nicht greifbare Zeitung, obwohl es sie ja seit 12 Jahren gab, dass die nun eine Genossenschaft, wer geht das überhaupt? Und so hat sie aber dann alles geprüft. Und im April, ich glaube am 10. April, da gibt es auch ein nettes Foto, was wir dann gemacht haben. Ich habe sie im Laufe der Zeit, habe ich sie dann kennengelernt. Habe ich dann die Urkunde bekommen, dass sie jetzt ins Register eingetragen ist, die Genossenschaft. Damit war sie perfekt und von da ab hat dann die Genossenschaft gewirkt. Ich kann nur sagen, und ich glaube, ich kenne eine ganze Reihe von Kritikern dieser Entscheidung. Es ist nicht so, dass ich jetzt mit allen zerstritten bin oder böse bin von damals. Gar nicht. Aber ich weiß, dass einige der Hauptkritiker und eine dieser Entscheidungen und auch die, die maßgeblich daran beteiligt waren, eben die andere Lösung durchbringen, heute selber klar und deutlich sagen, wenn die Entscheidung anders gefallen wäre, gäbe es die Taz nicht mehr. Weil wir wissen, Zeitungsunternehmen geht es, auch dieser Grundsatz, der ja bei der Gründung der Taz zunächst eingehalten worden ist, wir nehmen keine Anzeigen, wir wollen nicht abhängig werden von Anzeigen. Das hat sich verändert dann im Laufe der Zeit, war auch eine sehr umstrittene Entscheidung, aber hat sich dann geändert. Aber immer noch ist die Taz sehr, sehr viel weniger abhängig von Anzeigen und Anzeigenkunden. Und ihr Überleben ist wesentlich sicherer. Ich treffe ja viele Journalisten und viele Journalisten sagen mir, wie gefährdet ihr Arbeitsplatz ist und wie wenig sie die Arbeitsplätze in der Taz als gefährdet ansehen. Das heißt, und jetzt komme ich schließlich mit einem Dank, ich habe damals nie gedacht, dass es so viele Genossen wären. Also wir haben gedacht, vielleicht einige hundert, 500 oder so, dass es so viele geworden sind, die die Existenz der Taz immer noch unterstützen, die sagen, es ist uns ein Anliegen, unser Geld nicht nur so anzulegen, dass wir Profite davon kriegen, also finanzielle Profite, sondern dass es dieser Traum von Fritz Teufel, er hat ja mal gesagt, das ist die Frau meiner Träume, die Taz, dass diese Frau seiner Träume weiter existiert und zwar im Interesse von uns allen Genossen. Und deshalb danke ich uns allen, dass Sie dabei geblieben sind, dass sie immer mehr geworden sind, die Genossen, immer Genossen und Genossinnen immer mehr geworden sind und es bis heute geschafft haben, die Taz weitgehend, das haben wir ja hier gehört, konsolidiert, heute existiert und auch fortbestehen wird. Dank an uns alle. Wir können jeder dem anderen danken, dass er hier mitgemacht hat.
Und noch ein, geht das noch? Ja. Noch eine kleine Bemerkung von mir. Ich bin nicht da oben hingegangen, nicht weil ich den Grundsatz gut finde, immer unten bleiben. Die Stücker wissen, was man damit machen kann. Sondern weil ich Probleme mit meinen Beinen habe. Gleichgewicht ist da schwer zu halten für mich, vor allen Dingen, wenn ich den ganzen Nachmittag auf dem Fahrrad und zu Fuß unterwegs gewesen bin. Also ich bitte mir, das nachzusehen, dass ich hier bestanden habe.